einen klobigen Van oder einen kleinen süßen Minivan? Das finden wir heute raus. 4 Jahre lang habe ich so ein Schlachtschiff durch Europa geschoben, aus Angst, ich müsste irgendwas an Komfortabilität einbußen. Fließendes Wasser, Strom ohne Ende, ein XXL-Bett, eine übertrieben starke Heizung, Doppelkochplatte mit einem Spektrum an exotischen Gewürzen. Ich kann hier stehen, ich kann hier liegen. Beim Zocken helfen Ventilatoren für ein komfortables Klima, während ich Mozart höre. Und die ganze Zeit fragt man sich, ist das nicht eigentlich total übertrieben? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie getestet. Im Minivan hingegen haben wir ein Bett, einen Schrank und solche Sachen. Dieses Fahrzeug gehört der kleinen süßen Lana, die jetzt nach London geflogen ist, um ein Musikvideo zu drehen. Und sie hat es in der Zeit uns anvertraut. Dein Fehler. Und mit der klaren Einwilligung Lanas ziehen wir für 24 Stunden in ihr Auto und durchwühlen alles. Und mit alles meine ich alles. So, dann wollen wir uns mal mit dem Ding vertraut machen. Was ist das denn hier? Hat sie irgendeinen Krempel drin? Gucken wir uns später an. Warum hat sie ein Tape neben dem Bett? Also, ich habe ja Bücher am Bett, ne? Ich weiß ja nicht. Okay, aber dann wiederum, alles ist quasi an ihrem Bett. So, das ist der Fahrerraum. Da fühlt sich alles gut an. Oh, cool, ey. Ups. Das war schon so. Ist natürlich total versifft, das Auto, weil das steht hier schon die ganze Zeit. Motorraum. Ist schon echt cool, ne? Mit dem Leder und so. Die ist ja schon irgendwie erste Klasse am Reisen hier. Ja, ein Feuerlöscher. Gwarzazaza, 5 Latt. 5 Jahre haltbar. Herstellungsdatum 1999. Mal hier rein. Das ist eine Kalabasch. Räucherstäbchen. Geil. Heute mache ich Party hier. Lana, du alte Sau. Ich habe sie gesucht, wie bescheuert. Das hier. Keine Ahnung, wie man das aufkriegt. Eine Trommel, alles, was man also braucht, ne? Waschen mit Persi, Epsi. Also was schon mal mega geil ist, das Ding ist echt winzig. Da würde ich dann nicht irgendwelche Bäume mitnehmen wie hier. Na, wenn man das so vergleicht, wer schon mal so einen dicken Wemser gefahren ist. Also da freue ich mich schon mal drauf. Jo, die Reifen sind auch gut. Ich weiß aber nicht, ob das hier die Fahrt übersteht. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Lass mal gucken, ob die Karre überhaupt anspringt. Das wäre witzig, ne? Oh, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Wow. Die Frage des Baujahres hat sich damit auch erübrigt. Boah, 208.000 Kilometer. Ja, ich wüsste nicht, was den ganzen Spaß noch im Weg steht. Geil. Ein kleiner Minicamper. Mega geil. Boah. Okay, okay. Boah, das ist ja für kleine Kinder gemacht hier. Scheiße. Okay, wir müssen vorsichtig fahren. Ich weiß nicht, ob ich darauf versichert bin. Meine Zuckerschnuten, ich kann euch nicht beschreiben, wie viel Spaß das macht, das Ding zu fahren. Das ist so viel mehr angenehm zu fahren. Mit Leichtigkeit komme ich hier die Berge hoch. Oh, super. Also abgesehen davon, dass ich hier eingeklemmt bin wie in einer Sardinenbüchse, macht das echt mega Laune. Geil. Ja, das hat wirklich dolle viel Spaß gemacht. Erstmal die Brille absetzen, sonst erkennt ihr mich nicht wieder. Das war einfach ein Genuss, diese Erleichterung, einfach sowas Kleines herumzufahren. Also an große Fahrzeuge gewöhnt man sich auch leicht, aber das war echt einfach nur ein Genuss jetzt. Kriege ich das Licht hier irgendwie aus? Wenn das mir die Batterie leer sorgt, dann stecke ich hier fest. Das hatte Lana schon öfters. Ich klemme mal die Batterie ab. Das Ding hat übrigens 2 Euro gekostet. Das klemmt hier zwischen Batterie und Kabel. Wenn ihr dann irgendwo länger steht oder Paranoia habt wie ich, dann könnt ihr ganz einfach die Batterie abschrauben oder wieder dran schrauben. Jeden Cent wert. So, dann widmen wir uns mal dem Kochen. Wie kriegt man eine Küche in so ein kleines Teil rein? Gar nicht. Diese ist nämlich ausziehbar. Hier ist der Gaskocher drin. Ich hoffe, die hat noch irgendwie was zu essen übrig gelassen. Tomate Frito, sehr gut. Ah, Reis, Gott sei Dank. Das ist Pisse. Nein, das ist Kokosöl. Geschmolzen, weil wir haben hier 30 Grad oder so. Hähnchensoße oder sowas.
aus dem Tetra. Ja, das hört sich widerlich an. Oh, Möhren, ja, die gönnen wir uns. Wir fressen hier einfach alles weg. Ja. So, das kann man auch irgendwie hochklappen. Ups. Keine Ahnung, wo ihr Deckel ist. Ich habe ihn gefunden. Draußen kochen ist sowieso besser, weil erstens hier ist heiß ohne Ende und die verbrannten Gase, die hier entstehen, die sind echt nicht gut für eure Gesundheit. Aber der ganze Wind pustet mir gerade die Hitze weg, habe ich das Gefühl. Oh ja, viel besser. Uga, uga. Tobi kriegt sein Essen. Hola. Natürlich kann man sich so nicht vor den Leuten verstecken. Aber ganz ehrlich, das ist nur halb so schlimm. Hauptsache, ihr hinterlasst kein Müll. Das ist echt, das ist Prinzip Nummer eins. Das gilt übrigens auch für, wenn man mal aufs Klo muss oder sowas. Nee, das ist gelogen. Das gilt besonders, wenn ihr aufs Klo geht. Hinterlasst bloß keine Spuren. In meinem Fahrzeug habe ich ja eine Toilette. Mit Lana habe ich erfahren, dass es überall Toiletten gibt. Sind die sauber? Nee. Aber ja. Habe ich Müll? Wo packt sie hier Müll hin? Wo hast du deinen Müll? Groß rumposaunen, aber kein Stück vorbereitet sein. Wenn du von der einen Seite, wo man normalerweise ins Bett steigen kann, da drunter guckst, habe ich diese Schublade. Also eigentlich müssten da Mülltüten sein. Ansonsten okay. Vielleicht in der Tobi-Tüte. Was? Das ist diese Tüte, die da vorne irgendwie... Die? Beziehungsweise hinten... in der Klappe hängt. Keine Ahnung, ich habe da nur eine Tüte, die da irgendwie am Bettende hängt. Red schneller, es wird dunkel. Oder in der Kiste. Welche Kiste? Oder vielleicht auch im Anführungsstriche Kühlschrank. Kühlschrank? Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe keine Ahnung, wo meine Mülltüten sind. Aber ich habe auf jeden Fall welche. Ist das dein Ernst? Da wir nur 24 Stunden in dem Fahrzeug sind, habe ich natürlich extra keine Mülltüten mitgenommen. Ich will ihr Auto nicht unnötig... Ich habe keine Mülltüten da mitgenommen. Und wir kümmern uns jetzt um das Schlafengehen. Schatz, guck mal, ich habe den YouTuber gefunden. Der macht das seit 4 Jahren. Den überwältigt keine Situation mehr. Den müssen wir gucken, da werden wir so viel von lernen. Oh Scheiße, ich habe die Batterie abgeklemmt. Ich krieg die Fenster nicht mehr zu. Mit einem Topf im Bett pennen. Geil. Ich bin so ein Vollidiot. Also Punkt Nummer 1. Die Akustik ist hier echt geil. Hier ist richtig Stille drin. Boah. Boah, das ist mega geil. Ich weiß, ihr werdet mich für total bescheuert halten, aber in meinem Auto penne ich manchmal auf dem Boden, weil man da so eingemuckelt ist. Ich weiß nicht warum, das ist so ein angenehmes Gefühl und genau das habe ich hier auch. Hammer. Das ist total super. Boah, ich fühle mich auch voll sicher hier. Gut. Ach Mist. Ich habe im Auto, in meinem Auto ja einen Router drin mit einer SIM-Karte, wo das ganze Datenvolumen drin ist. Das heißt, Podcast zum Einschlafen können wir vergessen. Was ist das denn? Okay, jetzt ist mir langweilig. Ja. Von der Fußfreiheit passt das auch voll gut. Ist echt geil hier. Okay, gute Nacht. Morgen. Ey, hier am Fenster. Hallo. Was noch viel geiler ist, wir haben hier, guck, dieses Löchlein haben wir reingebohrt, damit man hier an die Mechanik drankommt und die Tür von innen öffnen kann. Tut mir leid, aber ich habe schlecht geschlafen. Ich habe das Gefühl, nach einer Stunde war der Sauerstoff aufgebraucht, dann war ich wach. Ich konnte nicht mehr pennen. Gib mir bitte eine Minute. Ah, sie hat keinen Kaffee da, jetzt ist es offiziell, ich lebe in der Hölle. Die Sache bei so einem kleinen Auto ist,
Du hast da auch nichts zu tun. Was soll ich die ganze Zeit am Handy rumhängen? Ich habe meinen Laptop nicht da, ich habe meine Gewichte nicht da. Also geht man raus und genießt die Umgebung mehr. Eigentlich ist das cool. Lana hatte das auch mal angesprochen. Was ist das denn? Ein Bier? Eine Cola oder irgendwas Unbekanntes? Naja, es ist auch nur Cola. Aber die trinke ich nicht. Aber wenn ihr vor so einer Entscheidung steht und nicht wisst, was ihr machen sollt, dann geht auf Nummer sicher und macht es. Ich nehme die Cola. Willkommen zu einer neuen Folge von Durchfall mit Tobias. Also man ist viel mehr draußen, aber das ist grundsätzlich so, weil man ja für alles Mögliche auch raus muss, wenn man sich die Zähne putzt. Wenn man irgendwas aus dem Auto rausholen will oder überhaupt stehen will, dann muss man rausgehen. Aber nach einer Zeit ist das einem echt egal. Es kommt auch nicht drauf an, ob ihr in so einem Kastenwagen seid wie ich oder ob ihr in so einem Van seid. Nach eins oder zwei Jahren ist es euch so egal, ob man euch sieht oder nicht. Also das sehe ich nicht als Nachteil, sondern vielleicht eher als Vorteil, wie Lana mir mal verraten hat. Sie wird ja dazu gezwungen, draußen zu sein, mit den Menschen im Kontakt zu sein. Und das hat sie so geöffnet, hat sie mal erzählt. Also da ist es, denke ich, egal, ob ihr jetzt einen Kastenwagen habt oder so ein Minivan. Sag mal, ist das ein Rollfeld hier? Bin ich gerade auf dem Flughafen? Schaut irgendwie so aus, ne? Wofür steht denn das X? Hier stehen, um zu sterben? Und warum ist hier nichts bewacht? Ah ja, das ist auf jeden Fall ein Flugfeld. Okay, ich gehe mal runter. Warum liegen hier wieder Schrotflintenhülsen? Oh! Die ist sogar noch voll. L100 Solagna. Boah, das ist richtig schwer. Wisst ihr, was man damit für anstellen kann? Wir haben nichts gesehen. Ich kann ja jetzt sagen, was ich will. Ihr werdet sowieso denken, dass ich das mitgenommen habe und irgendeinen Sch*** damit anstelle. Aber nein, das ist echt nicht zu spaßen. Munition in so einem alten, rostigen Zustand kann einfach so losgehen. Das stecke ich mir bestimmt nicht in die Tasche. Gefundene Cola trinken, Munitionsteile finden. Ich sehe, in welche Richtung das geht. Gehen wir mal zurück. That escalated quickly. Gucken wir uns lieber das Auto an. Oh. Ich finde das echt schwer beeindruckend, was man hier alles so reinbekommt. Das ist quasi genau das gleiche wie ich, nur halt in kleiner. Sie hat ja echt alles, was sie braucht. Eine verdammte Küche, ein geiles Bett, alle möglichen Pflegeutensilien. Sie hat sogar den ganzen Krempel dabei, um jede Zeit ein Konzert zu geben. Das ist ziemlich beeindruckend. Auch echt alles, um sogar vernünftig die Wäsche zu waschen. Ja, da merke ich erstmal, was für ein ich in meinem Auto habe. Eine kleine Bücherecke, so wie ich sie habe. Nur halt in klein. Sogar eine kleine Arzneiecke. Oh, hier sind die Mülltüten. Eine Dachterrasse hat sie ja quasi auch, ne? Können wir da drauf? Oh, das hat sich nicht gut angehört. Also ich bin echt schwer beeindruckt. Oh, schmeiß mal wieder alles rein. Aufräumen kann da der Zukunftstobi. Das ist so ein Idiot. Er musste seine Angel retten, wie geil. Buenas. Als Penner wird man so ignoriert, ne? Boah, unerträglich. Ey, kriegt man den Benzindeckel jeden auf? Ah, einfach aufmachen. Ah, jetzt bin ich gespannt, wie wir das ins Auto reinkriegen. Ach ja, da. Wie geil das ist. Einfach nur rappelvoll. So, meine Schokohäschen. Wir sind wieder hier am Parkplatz mit meinem Auto. Aber ich will hier noch eine Nacht mit in dem Karren verbringen. Ich bin bisher echt beeindruckt. Das Einzige, was kacke war, war die Nacht. Ich will unbedingt testen, ob das daran lag, dass ich an einer unbekannten Stelle war, wo es komischerweise sehr ruhig war nachts, oder ob es doch tatsächlich an dem Auto lag. Eine weitere Sache ist, dass ich sowas wie Essen oder Rasieren und sowas jetzt an meinem Auto machen kann, weil offensichtlich meine Planung mit dem Fahrzeug total schlecht war. Ich habe nämlich gar nichts geplant. Und dann würden wir diese
irrelevanten Variablen auch ausschneiden. Mach ich wie so ein Wissenschaftler, du. Okay, erstmal, ich bin immer noch voll im Eimer. Ich brauche erstmal einen dicken, fetten Kaffee. Oh. Nein, was? Nein. Ich bin hier nicht fremdgegangen. Nein, das ist nur eine Freundin. Oh, das Geräusch schon. Ah, und dieser Geruch vom billigen Plastik, das schreit nach zu Hause. Oh. Was ich sofort verspüre, ist, ich will hier reingehen und chillen. Wirklich drinnen im Auto meinen Vorhang zumachen und den ganzen Tag Cola trinken, Chips essen und zocken. Das sind die Luxusprobleme. Ich weiß, was das Problem ist. Der braucht ein bisschen Öl. Aber die Lana wäre nicht Lana, wenn sie nicht vorbereitet wäre. Ja, bei Öl und Wasser muss man bei dem Opel Zafira 1.8 Benziner immer achten. Aber ansonsten bin ich wirklich schwer beeindruckt. Das Ding fährt sich ja fast wie am ersten Tag. So, meine Zuckerschnuten, weiter geht's. Ich war jetzt die ganze Zeit bei mir im Auto drin, weil ich gearbeitet habe. Dabei ist mir aufgefallen, wir haben das Thema Strom ja gar nicht angesprochen. Die Lana hat hier vorne irgendwo so ein Ladegerät, womit sie dann ihr Akku-Pack auflädt. Ich nehme an, die Sachen hat sie mitgenommen, wie alle Wertsachen momentan. Und das ist so ein richtig großes Teil, damit kann sie dann ihr Handy und auch ihr Laptop tatsächlich betreiben. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, das ist wirklich eine attraktive Alternative, weil heutzutage wird alles mit 5 Volt, also mit USB, geladen und sowas, ne? Ja, ich habe hier noch ein bisschen aufgeräumt. Der Vergangenheitstobi ist ein richtiger Dabei ist mir aufgefallen, ich habe ja, wie ich es gewohnt bin, fast 20 Liter Wasser geholt. Und wäre ich jetzt mit dem Fahrzeug alleine hier, hätte ich ja gar keine Möglichkeit, das zu verstauen. Im Vorderraum mache ich das eher ungerne, weil die Sonne da drauf scheint und Plastik zersetzt sich bei der Sonne richtig schnell. Man kann ja echt nicht immer so viel Wasser mit sich herumschleppen. Das habe ich nicht gewusst. Deswegen packe ich das Wasser mal bei mir rüber. Und dann bereiten wir uns für die zweite Nacht vor. Beim Aufräumen habe ich gemerkt, dass die kleine Lana hier so ein Klettverschluss verbaut ist. Da kommt bestimmt so ein Fliegennetz dran. Dann könnte ich die Hecktür einfach offen lassen und krieg genug Luft. Ich muss nur noch rausfinden, wo zum Henker die hier so ein Fliegennetz rumfliegen hat. Ungelogen, und in diesem Moment ist mir eine Fliege ins Auge geflogen. Heute wird's besser. Und ich merke jetzt schon, dass es viel besser. Ich werde auf jeden Fall megamäßig schlafen können. Ich war noch vorhin ein bisschen schwimmen, um mich abzukühlen. Gute Nacht. Guten Morgen. Oh, ich habe eine Biene hier drin. Ich bin so ein Idiot. Ich habe so unfassbar tief geschlafen, dass mein Arm eingeschlafen ist. Ich habe den gar nicht mehr gespürt und den habe ich dann wohl nachts bewegt. Und mein Hirn dachte, ich hätte ein Tier hier im Auto drin. Ich bin nachts aufgesprungen und habe wie ein Berserker um mich herumgeschlagen und saß dann hier wie so ein Idiot. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass gepennt habe. Oh. Ja, damit ist der Test abgeschlossen. Das Teil ist richtig geil. Ich würde meinem Fahrzeug eine 1- geben. Der einzige Unterschied zu dem hier ist, dass ich einfach viel mehr Schrott mit mir rumfahren kann. Drei Sachen, die ich ändern würde, wäre als erstes, ich würde mir eine Toilette reinbauen, sodass man das Bett zum Beispiel umklappen kann, die Schublade hier verkürzt und dass man dann eine Trockentrenntoilette drunter hat. Dann würde ich auf jeden Fall noch ein Rohr bauen, wo oben ein Ventilator drin ist, der die Luft absaugt und unters Auto rausführt, weil wenn oben so ein Dachpilz drauf ist oder sowas, dann sieht das wahrscheinlich ziemlich komisch aus. Und dann würde ich mir auf jeden Fall noch eine Plane holen, sodass man von allen Seiten halt abgedeckt ist, beziehungsweise wenn die Sonne jetzt von der Seite drauf scheint, dass man halt nur von der einen Seite Schatten machen kann. Ja, dann wäre für mich ein großes Manko, dass ich halt nicht so einen Partybus habe. Ich habe halt ganz viele Sachen, Feuerstellen und Musikanlage und alles Mögliche, womit ich halt auch einfach Gäste da haben kann. Das ist eigentlich der große Unterschied. Mehr ist das nicht. Also wirklich, ich bin total geflasht, wie sehr mir das gefallen hat. Dem Auto würde ich wirklich eine 2 geben. Noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr so ein Auto ausbaut, dann achtet nicht darauf, wie das aussieht. Man sieht das wunderbar an meinem Auto.
Es ist viel wichtiger, dass ihr euch wohlfühlt und ich baue hier ständig Sachen um, um das alles zu perfektionieren, weil man sitzt ja auch nicht im Auto, um Auto zu gucken, sondern um einen Film zu gucken oder sowas. Man versperrt sich ja nur die Option, das Auto so weiterzubauen, dass es für einen bequem wird. Und das hat Lana hier auf jeden Fall auch in den 6 Monaten richtig gut umgesetzt. Ansonsten kriegt man aus so einem kleinen Raum einfach nicht alles raus. So, meine Süßen, wir müssen reden. Ich finde das absolut unangemessen, wie ihr euch verhaltet. Virtual Travel Worldwide, 5 Schweizer Franken. Dankeschön. Für dein nächstes Projekt bin gespannt. Mein gruseligster Stellplatz war auf der mystischen Pyramide in Autun, Frankreich. Auf einem Berghang hat eine Frau geschrien, als ob sie gerade abgestochen wird. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich nicht hinfahre. Burli! Burli und Virtual Travel, ihr beiden, ne? Ihr seid seit Ewigkeiten dabei. Burli, 10 Euro Spende, danke. Ich hab zu danken. Das geht alles direkt in die Videos rein. Hase 8449. Super lustiges Video, meine Spende kannst du auch gerne Hildegard zustecken. Ja, die Sache ist, die Spenden, davon krallt sich YouTube 30% oder 40%. Das heißt, es bleiben nur 6 oder 7 Euro übrig. Aber ich bin angetan, das selber von meiner Tasche zu verdoppeln und ihr das zu geben. Wie viele Kilometer sind denn das? Hildegard! Hallo Hildegard! Tobi ist hier. Wer ist hier? Tobias, wir haben uns vor 2-3 Tagen kennengelernt. Nein! Hi! Was ist denn da wieder? Nee, ich war in der Nähe. Ich habe einen Kumpel von dir erzählt und der hat mir 20 Euro geschickt, die soll ich dir geben. Boah! Ja. Wollte ich nur vorbeibringen. Ich will dich auch nicht stören. Ach. Ja. Wahnsinn. Sagst herzlichen, herzlichen Dank. Mach ich. Tolle soziale Geste. Ja. Also ich bin. Fand ich auch, fand ich super. 100 Kilometer gefahren, um 20 Euro abzuliefern. Also Hase, vielen Dank für die Spende. Du hättest ihre Augen sehen müssen. Sie hat sich wirklich unheimlich darüber gefreut. Tanja Bauder 960, 12 Euro. Vielen lieben Dank. Das geht immer noch alles direkt in die Videos rein. Rainer Wirn, 10 Euro. 5 Euro der Lana weg, 5 Euro für Vorstellungen schlechtester Übernachtungsplätze. Großartige Arbeit, da muss man erstmal drauf kommen. Vor 40 Jahren habe ich auch solche Dinge gemacht, aber ohne YouTube. Es ist witzig, ich mache auch die ganze Zeit nur Blödsinn, nur jetzt halte ich einfach eine Kamera dabei in der Hand. Immer locker bleiben, seriös bleiben, den Verstand gebrauchen und nicht alles machen, was denkbar machbar ist. Lana singt toll, ja, das tut sie tatsächlich zauberhaft. Karin Petersen, 15 Euro. Dankeschön. Nils Pferd 200, danke für die Videos. Lana ist echt sympathisch. Ja, absolut. Entspann dich, sie kommt wieder. Gönn dir ein Bierchen oder Spaß für die nächste Reparatur. Ist lustig, seitdem Lana weg ist, habe ich nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Also Reparatur, die wird auf jeden Fall kommen. Dankeschön. Jetzt geht's los. HRO 666, auch seit langem ein Zuschauer. 50 Euro. Schokäschen-Spende für das nächste Date mit Lana. / Hill. Ne, doch eher Lana. Dankeschön. Mann, ey, da muss ich dir ja richtig ausführen. Damit können wir einige Male essen gehen. Aber das Geld werde ich tatsächlich gut gebrauchen können, weil es kommt auf jeden Fall ein Video, wenn Lana wiederkommt. Ich habe irgendwas Fettes im Auge. Also besten Dank. Und jetzt kommt der Hammer. Leiris 17. Oder wird das Leers ausgesprochen? 100 Schweizer Franken. Das ist jetzt 2 Tage her. Ich weiß immer noch nicht, was ich dir schreiben soll. Beste Grüße an die Schweiz. Die Schweiz ist der Oberknaller. Das ist jetzt nicht die neue Messlatte. Schickt mir kein Geld, wenn es euch wehtun würde. Das ist so eine Summe für mich. Ich muss mir echt überlegen, wofür ich das ausgebe, ne? Ich kann es ja nicht für irgendeinen Sch*** ausgeben. Das geht natürlich wie immer alles ins Video rein, aber das muss richtig geil werden. Leiris 17. Dankeschön. 1000 Mal. Aber auch an alle anderen, danke, dass ihr mich begleitet. Immer wenn es mir schlecht geht, gehe ich in die Kommentare und lese mir durch. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich war diesmal irgendwie nicht so ganz in Topform. Wie immer, schreibt mir Kommentare. Wie gesagt, ich lese sie mir alle durch. Das nächste Video kommt Sonntag. Ich hab euch alle lieb. Wir sehen uns unterwegs.